Also zum ersten Video im Modul Funktionsdiagnostik und Therapiesysteme. Wir starten das Semester wieder online, beziehungsweise werden auch sehr wahrscheinlich das gesamte Semester, soweit es geht, online durchführen. Und deshalb werden wir uns hauptsächlich per Video und auch über OLAT dann entsprechend begegnen. Wir müssen schauen, wie sich die Situation entwickelt. Möglicherweise gibt es doch noch mal die ein oder andere Chance, auch mit Präsenz zusammenzukommen. Das müssen wir einfach mal sehen. Es gibt ja immer wieder auch Neuigkeiten von der Hochschulleitung und lesen Sie die bitte entsprechend aufmerksam, beziehungsweise ich gebe dann auch Mitteilungen im OLAT-Kurs weiter, sodass Sie dann da auch jeweils auf dem aktuellen Stand sind. Das ist auch schon das Stichwort. Also bitte, falls noch nicht geschehen, registrieren Sie sich bei OLAT. Alle Inhalte werden über OLAT abgewickelt werden und wir werden da auch alle entsprechenden Inhalte zur Verfügung stellen und Ihnen auch dort einstellen. Mit den eigentlichen Inhalten zu Funktionsdiagnostik und Therapiesystemen werden wir dann in der nächsten Woche beginnen. Ich bin aktuell insbesondere noch damit beschäftigt, das Praktikum vorzubereiten, das Praktikum zu organisieren, denn das ist schon eine relativ aufwendige Aufgabe. Es haben sich jetzt 130 Teilnehmer für das Praktikum registriert. Das ist eine extrem hohe Anzahl. Falls Sie das Praktikum machen möchten und noch nicht registriert sind, bitte sehen Sie davon ab, mir noch weitere Mails zu schreiben. Wir sind komplett ausgebucht. Es gibt eigentlich jetzt keine Möglichkeiten mehr, das Ganze noch weiter auszudehnen. Ich denke, wir sind so schon wirklich sehr stark an der Grenze. Ich werde versuchen oder ich werde im nächsten Semester, beziehungsweise vielleicht auch schon in der vorlesungsfreien Zeit, erneut das Praktikum anbieten, damit Sie, falls Sie die Anmeldung nicht geschafft haben, doch die Chance bekommen, es zeitnah zu machen. Ich sehe den Bedarf, ich sehe die Notwendigkeit, also auch die Zeitproblematik, dass Sie da jetzt versuchen, natürlich auch gerade in der komplexen Situation mit vielen Einschränkungen auch möglichst die meisten Module dann auch sinnvoll abzuschließen. Das Praktikum wird komplett bei Ihnen zu Hause stattfinden. Das hatte ich ja auch schon in meiner allerersten Mitteilung bzw. auf der Startseite von OLAT auch schon ein bisschen erläutert. Sie werden von uns ein Arduino-System bekommen. Sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, die Erst- und Zweitsemester haben auch ein kleines Arduino-System schon von uns erhalten. Wir denken im Kreis des Fachbereiches der Arduino, und vielleicht wissen Sie noch gar nicht, was es ist, aber Sie werden es auf jeden Fall kennenlernen, ist eine sehr gute Möglichkeit, auch seine Programmierkenntnisse, seine Kenntnisse in digitaler Datenverarbeitung entsprechend zu verbessern. Und deshalb versuchen wir jetzt möglichst viele Inhalte rund um diesen kleinen Mikrocontroller aufzubauen. Und wie gesagt, das Praktikum läuft dann auch in dieser Art und Weise. Ich will Ihnen vielleicht einmal schon mal kurz zeigen, was ist der Arduino? Ja, ich schalte mal hier auf meine Deckenkamera um. Das ist halt hier ein kleiner Mikrocontroller, ein Mikrocomputer, eine Platine, die hier auf einem entsprechenden Steckbrett jetzt aufgesteckt ist und hier mit Drähten mit dieser roten Platine verbunden ist. Die rote Platine, das ist der EKG-Verstärker, der das EKG-Signal dann entsprechend so gut verstärkt, dass es dann nachher messbar und auch analog digital wandelbar ist. Das sind vielleicht alles noch ein paar Begriffe, die Ihnen noch nicht so viel sagen. Das werden wir alles im Rahmen der Vorlesung auch erkunden. Das werden wir dann halt auch ausführlich, werden Sie es im Praktikum ausprobieren können. Es kommen Aspekte der Elektrotechnik hier hinzu. Es kommt eine gehörige Portion Signalverarbeitung hier hinzu. Und hier kommen jetzt vielleicht auch viele Sachen zusammen, bei denen Sie sich bisher so ein bisschen isoliert gefragt haben, wofür brauche ich das und wofür ist das Ganze gut? Ich will Ihnen vielleicht mal ganz kurz auch demonstrieren. Ich schließe hier mal eben mein
Arduino per USB-Kabel an den PC an. Sie haben gerade auch schon den Ton gehört von Windows, dass da offensichtlich irgendwas im Hintergrund passiert ist. Ich kabel mich dann mal an. Ich habe hier schon entsprechende Elektroden auf meine Handgelenke geklebt und habe auch eine Elektrode noch am Bein. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das alles sinnvoll entsprechend hinbekomme. Und muss jetzt mal hier das Ganze an mein Bein noch ankabeln. Da habe ich auch eine Elektrode. So, jetzt muss ich den Arduino hier mal etwas runternehmen, sonst sind meine Kabel auch zu kurz. Und ich gehe dann mal auf meine Desktop-Oberfläche und rufe hier mal die Arduino IDE auf. Wie gesagt, das muss ich Ihnen alles noch nicht sagen. Ich will Ihnen es einfach nur mal ganz kurz demonstrieren. Ich hoffe, es gibt jetzt auch keinen Vorführeffekt und es funktioniert. Und wenn ich jetzt hier mal den seriellen Plotter laufen lasse, dann sehen Sie tatsächlich, dass wir hier schon so etwas wie ein EKG-Signal jetzt von mir sehen. Das ist die sogenannte Erdzacke, die man da sieht, und die entsprechenden weiteren Signalformen, die Wellen, die noch im Signal enthalten sind. Wir sehen aber auch, das Signal ist noch stark verrauscht. Auch darüber müssen wir uns dann mit Methoden der Signalverarbeitung, der digitalen Filterung dann Gedanken machen, wie wir das hinbekommen. Also ich will Ihnen einfach nur mal ein bisschen einen Vorgeschmack liefern, dass das, glaube ich, auch ganz spannend werden kann. Also gehen wir hier mal wieder raus. Ich kabel mich auch mal ab, damit ich mich auch wieder etwas freier bewegen kann. Upsa. So. Gut, die Schwierigkeit oder die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, wie bekommen Sie jetzt dieses System? Wir haben entsprechend Systeme angeschafft. Wir haben jetzt ungefähr 130 Systeme da, beziehungsweise noch nicht alle da. Die EKG-Verstärkerplatinen kommen aus dem Ausland. Eine Lieferung hängt noch im Zoll. Da müssen wir mal gucken, wie das da jetzt weitergeht. Also Sie sehen, wir sind da wirklich hart an der Organisationsgrenze. Aber für mich ist erstmal wichtig, dass Sie jetzt die entsprechenden Platinen bekommen. Und dazu habe ich jetzt eine entsprechende Abfrage in OLAT eingebaut. Also wenn Sie sich bei OLAT einloggen, dann sollten Sie, sofern Sie für das Praktikum registriert sind, hier jetzt einen weiteren Reiterpunkt sehen, nämlich eine Abfrage Praktikum. Ich habe alle Teilnehmer und ich habe im OLAT gesehen, es sind irgendwie knapp 160 Teilnehmer, also noch mehr als im Praktikum sind. Das ist dieses Semester wirklich ein extrem großer Kurs. Habe ich jetzt diejenigen, die für das Praktikum angemeldet sind, in eine besondere Gruppe gepackt, in die Praktikumsgruppe. Und für diejenigen, die halt in dieser Praktikumsgruppe drin sind, sollte jetzt hier links dieser weitere Reiter erscheinen. Wenn er bei Ihnen nicht erscheint, dann sind Sie nicht in der Praktikumsgruppe drin. Das kann zwei Gründe haben. Einmal, dass Sie nicht fürs Praktikum angemeldet sind, oder aber, dass Sie möglicherweise noch nicht bisher bei OLAT angemeldet waren und ich Sie deshalb noch nicht in die Gruppe aufgenommen habe. Also es gibt auch noch einige Teilnehmer, die haben sich fürs Praktikum angemeldet, sind aber noch nicht bei OLAT angemeldet. Ich weiß nicht wirklich, wie ich die erreichen kann. Vielleicht, wenn Sie, die jetzt gerade schauen, jemanden kennen, der da in diese Gruppe fällt, dann sollen diejenigen sich bitte möglichst schnell jetzt bei OLAT anmelden. Und ich schaue regelmäßig durch, ob sich möglicherweise neue Teilnehmer gefunden haben. Wenn Sie das sehen, dann klicken Sie doch mal bitte darauf und füllen das aus. Das Ganze ist eigentlich eine, von der OLAP-Systematik her ist es ein Test, weil ich muss ja personalisiert von Ihnen wissen, wo wir das System hinschicken sollen, beziehungsweise wo wir ob Sie es abholen kommen können. Und deshalb ist das jetzt keine anonymisierte Umfrage, sondern es ist eine personalisierte Abfrage und das geht nur in Form einer Klausur eines Tests in OLAP. Also deshalb nicht erschrecken, da gibt es keine Note für, aber bitte füllen Sie das jetzt möglichst zeitnah aus. Also Sie klicken hier auf Abfrage Praktikum. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass wir das so
hier hinbekommen. Und dann machen wir es auch wieder ein bisschen kleiner. So. Es geht jetzt um die Abholung und die Versendung der Komponenten. Also Sie drücken jetzt Start, um den Test zu beginnen. Das ist kein Test, sondern Sie sollen hier nur kurz zwei Fragen beantworten. Nämlich, wenn ich hier auf Start drücke, dann gibt es die wesentlich erste Frage: Können Sie die Komponenten für das Praktikum am Campus abholen oder sollen wir Ihnen zusenden? Also wenn Sie in Remagen wohnen oder in der Nähe wohnen, dann ist es von der Logistik her natürlich einfacher, Sie holen es ab. Sie können natürlich dann auch nicht jederzeit kommen. Wir würden dann entsprechende Abholzeiten mit Ihnen organisieren und wir würden Ihnen dann die Boxen auch vor dem Gebäude übergeben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir draußen einen Tisch aufbauen und dann kann jeder einzeln sich diese Box abholen. Sie können ja aktuell nur unter besonderen Bedingungen das Gebäude betreten, aber das würden wir dann halt entsprechend übernächsten Woche organisieren, sobald wir wissen, wie viele Leute wirklich auch an den Campus kommen können. Denn das spart uns natürlich Aufwand und das spart uns dann auch noch ein paar Kosten. Also, wenn das der Fall ist, Sie wohnen in Remagen oder Sie sind regelmäßig in Remagen, dann klicken Sie hier drauf, ich kann die Komponenten am Campus abholen. Dann drücken Sie auf Antwort speichern und damit hat sich dann im Endeffekt auch die zweite Frage schon erledigt, denn hier sollten Sie dann eigentlich eintragen, wenn Sie es nicht abholen kommen können, wo können wir es hinschicken. Also dann drücken Sie auch hier auf Antwort speichern und sagen Test beenden und dann sagen Sie, ja, das kann so jetzt abgeschickt werden. Dann sehen wir, welche Antwort Sie gegeben haben, kann das auch Ihnen genau zuordnen, weil das ja personalisiert ist. Und dann wissen wir Bescheid und wir setzen uns mit Ihnen dann individuell in Verbindung. Wenn es sich bei Ihnen ändert, ich bin doch nicht in Remagen oder ich möchte es doch zugesendet bekommen, dann können Sie den Test jederzeit wiederholen. Deshalb spiele ich die Version jetzt auch mit meinem Zugang auch nochmal durch. Also ich kann jetzt doch nicht die Sachen abholen, deshalb antworte ich jetzt, bitte senden Sie mir die Komponenten zu. Und dann sollen Sie bitte hier entsprechend Ihre Adresse eingeben, nämlich Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen. Vielleicht gibt es noch einen Zusatz, wenn Sie in einem größeren Gebäude wohnen, ob da noch eine Apartmentnummer oder sowas angegeben werden muss. Ich sage einfach mal, bei mir ist hier der Zusatz, das ist der Rhein-A-Campus. Da soll das hingeliefert werden an die bekannte Straße. Und dann die Postleitzahl, bitte geben Sie das auch mit Postleitzahl und allem ein. Wir würden ganz gerne die Daten aus OLAT dann auch genauso übernehmen, sodass wir da nicht viel abtippen müssen, sondern dann können wir die Daten nämlich auch wirklich übernehmen. Ich sage auf Antwort speichern und sage dann hier oben wieder Test beenden und sage okay. Und jetzt sind die Daten hinterlegt und wir können jetzt sehen, dass der Benutzer Jens Bongartz gerne die Sachen dorthin gesendet bekommen möchte. Also das ist im Endeffekt dann auch möglich. Und das ist sehr wahrscheinlich auch der Regelfall, dass Sie vielleicht nicht in der Nähe sind, sondern doch aufgrund des Online-Semesters sich entschlossen haben, eher in heimatnah wieder zu wohnen. Also schauen Sie einfach, wie das bei Ihnen möglich ist und wir würden dann entsprechend die Sachen mit Ihnen abwickeln. Das sollten Sie bitte bis spätestens heute in einer Woche, das heißt nächster Mittwoch, das ist dann der, habe ich jetzt gar nicht ganz im Kopf, der 8. Oktober müsste es sein, bitte bis dahin beantworten. Sollte, also alles, was bis dahin nicht beantwortet ist, können wir nicht bearbeiten und wir können Ihnen dann nicht die Komponenten zukommen lassen und damit wird es schwierig für Sie das Praktikum durchzuführen. Ich denke, es ist legitim und problemlos, dass wir innerhalb von einer Woche erwarten können, dass Sie uns da Ihre Rückmeldung geben. Dann bekommen Sie die Komponenten zugesendet. Die ganze Abwicklung wird wahrscheinlich nochmal zwei Wochen dauern. Das heißt, wir bewegen uns dann schon so auf Mitte Oktober, Ende Oktober zu. Und dann werden wir das Praktikum starten. Ich werde auch immer regelmäßig Videos zur Verfügung stellen, sodass wir dann das Ganze Schritt für Schritt durchgehen. Es wird gewisse Vorgaben geben, dass Sie Datensätze, EKG-Datensätze dann von sich aufnehmen, mir die schon mal senden, damit ich die validieren kann und dann müssen Sie noch mit Octave bzw. MATLAB entsprechende Auswertungen der EKG-Signale vornehmen und dazu dann auch noch einen gewissen
einen entsprechenden Praktikumsbericht erstellen. Da werde ich Ihnen aber auch ein konkretes Template vorgeben, sodass Sie da also nicht irgendwie selbst sich irgendwas ausdenken müssen, sondern ich werde Ihnen eine klare Struktur vorgeben, die Sie dann ausfüllen, also beziehungsweise eine Struktur vorgeben, anhand der Sie dann den Praktikumsbericht entsprechend durchführen können. Und wenn Sie das Praktikum dann erfolgreich bearbeitet haben, dann werden Ihnen auch wird Ihnen das Praktikum als erfolgreich bearbeitet auch im Prüfungsamt und per ECTS-Punkten dann hinterlegt. Das Ganze läuft parallel. Das ist halt das EKG ist ja schon ein wichtiger Teil der Funktionsdiagnostik. Ich werde also auch in der Vorlesung immer die Inhalte auch da entsprechend zu weitergeben. Vielleicht eine Frage auch, die sich dann stellt, ist, wie sieht es aus mit der Klausur? Wenn ich das Praktikum jetzt nicht durchführe, kann ich die Klausur durchführen? Ja, es sind unterschiedliche Module, es sind unterschiedliche Teile, die unterschiedlich bewertet werden. Sie können auch dann die Klausur mitschreiben, auch wenn Sie das Praktikum nicht gemacht haben. Aber Sie müssen dann schon zeitnah das Praktikum entsprechend nachholen. Und es werden in der Klausur auch Fragen drankommen, die mit diesem System zu tun haben. Denn das werde ich in der Vorlesung auch entsprechend bearbeiten. Sie werden es halt nur dann noch nicht selber mal durchgeführt haben. Also das Praktikum soll hier wirklich, wie der Name sagt, Ihnen die praktische Möglichkeit geben, mit solchen Sachen zu arbeiten. Ja, das hoffe ich funktioniert dann auch von der Logistik her. Wie gesagt, es ist relativ aufwendig, mit so vielen Personen das jetzt hinzubekommen. Aber wir haben letztes Semester, vielleicht sind Sie auch dabei gewesen, auch in dem Wahlmodul optische und radarbasierte Methoden ein solches Praktikum zu Hause durchgeführt. Und das hat erfreulich gut geklappt. Und deshalb hoffe ich, dass das auch jetzt genauso gut abläuft. Ich werde auch da versuchen, die gesamte Abwicklung über OLAT zu machen, dass Sie also auch Ihre Praktikumsberichte bei OLAT hochladen, Ihre Daten bei OLAT hochladen, dass es also nicht in einem dauernden E-Mail-Ping-Pong endet oder resultiert, sondern dass wir das wirklich deutlich strukturierter auch noch machen können. OLAT bietet da eine gewisse Funktionalität und ich hoffe, die können wir dann auch nutzen. Ja, ferner, da möchte ich Ihnen auch noch kurz darauf hinweisen. Ich gehe nochmal hier auf das Modul. Wenn ich also hier jetzt mich bewege, ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild raus, dann werde ich auch jetzt nach und nach die Lehrinhalte hier einstellen. Noch ist dieser Reiter leer, aber der sollte sich jetzt dann entsprechend füllen. Dort werde ich dann das Wichtigste auch zusammentragen. Es kam auch schon die Frage, wie sieht es mit Literatur aus? Im Forum ist die Frage gestellt worden und auch der Hinweis, nutzen Sie bitte auch rege das Forum. Da gucke ich regelmäßig rein und wenn Sie mir da Fragen stellen, dann beantworte ich die dann auch möglichst zeitnah. Und der Vorteil des Forums ist, dass Sie halt alle dann die Antworten sehen und möglicherweise damit auch schon Fragen beantwortet bekommen, die Sie haben und dass ich nicht jede Frage einzeln per Mail bekomme. Ich denke, da können dann entsprechend alle von profitieren. Scheuen Sie sich nicht, das Forum zu benutzen, wenn Sie eine Frage haben, nach dem Motto, naja, ist die Frage, weiß ich jetzt nicht, ob die nicht zu banal ist, deshalb traue ich mich nicht. Doch, ich glaube, wenn Sie eine Frage haben, die Frage haben die meisten auch. Soll es irgendeinen Grund geben, dass Sie die Frage doch nur mir persönlich per Mail stellen, dann werde ich meistens hingehen, weil ich doch denke, die ist dann von allgemeinem Interesse und werde die Frage nochmal anonymisiert ins Forum stellen, sodass dann doch alle das entsprechend lesen können. Alle weitere Kommunikation bei OLAT wird dann auch über die Mitteilungen laufen. Ich werde Ihnen dann regelmäßig Mitteilungen auch zusenden. Also deshalb wichtig, dass Sie bei OLAT auch angemeldet sind und da den entsprechenden Zugang haben. Des Weiteren wissen Sie möglicherweise, es gibt einen YouTube-Kanal, den ich habe. Da werde ich auch alle Videos hochladen. Also wenn Sie dort regelmäßig einen Blick drauf werfen, dann kriegen Sie da auch alles. Ich muss schauen, ich versuche auch alle Videos in OLAT zu verlinken. Sie werden aber in der Regel erst bei YouTube stehen und dann erst zu OLAT kommen. Und das vereinfacht mir die Sache doch auch entsprechend stark. Also schauen Sie da auch bei YouTube vorbei. Ich denke, das sollte recht angenehm oder sollte für Sie kein Problem darstellen. Ich werde dann auch eine Playlist für Funktionsdiagnostik und Therapiesysteme in meinem Kanal erstellen, sodass da auch gesammelt alle Videos dann stehen. Es gibt einmal hier die oberste Seite, die Uploads.
Dann kommt das Signalverarbeitung, dann kommt so ein bisschen was Octave zur Signalverarbeitung. Wie gesagt, da wird es dann auch demnächst eine Zeile geben zu Funktionsdiagnostik und Therapiesystemen. Wir werden dann in der nächsten Woche mit einfachen medizinischen Geräten erstmal anfangen. Ich werde Ihnen einfache Geräte wie wie ein Stethoskop und ein Ohrspiegel und Temperaturmessmethoden vorstellen, und dann werden wir halt das Ganze immer komplexer machen und werden uns da halt zwischen der Funktionsdiagnostik und den Therapiesystemen, Beatmungssystemen, da werde ich hoffentlich noch einen externen Experten gewinnen können, der da auch Ihnen noch ein bisschen was zu erzählt und unterschiedlichsten Bereichen dann erklären. Das machen wir dann Schritt für Schritt. Wenn Sie sich schon auf das Thema Arduino ein bisschen vorbereiten können, dann kann ich Ihnen noch ans Herz legen, vielleicht das erste Video, das ich für die Erst- und Zweitsemester schon erstellt habe, eine Einführung in den Arduino, sich schon mal anzuschauen. Aber wie gesagt, das mache ich für Sie dann auch nochmal Schritt für Schritt im Rahmen der Vorlesung. Gut, das soll vielleicht der Start gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Also wichtig ist bei OLAZ sich registrieren, falls noch nicht geschehen. Das Zweite, wenn Sie fürs Praktikum angemeldet sind, bitte innerhalb der nächsten Woche diese Abfrage durchführen, damit wir wissen, wie die Systeme, Komponenten Ihnen dann zur Verfügung gestellt werden können. Und dann werden wir schrittweise mit dem Praktikum beginnen und wir werden halt auch Schritt für Schritt dann die Lehrinhalte uns erschließen. Im normalen Vorlesungsbetrieb ist es ja nicht, sondern im normalen Lehrvermittlungsbetrieb, sage ich mal. Ich werde regelmäßig dann Videos Ihnen zur Verfügung stellen, regelmäßig Inhalte einstellen. Ich werde dann auch mal versuchen, mit Ihnen Zoom-Konferenzen Rückmeldungen zu machen, aber bei 150 Teilnehmern wird das Ganze natürlich schon recht komplex. Da muss ich mal gucken. Ich überlege sowieso, ob es da noch so ein paar andere Möglichkeiten gibt, das Lernen für Sie dann auch etwas interessanter und optimierter zu befördern. Vielleicht das Letzte noch zum Schluss, das Beste zum Schluss. Sie bekommen ja jetzt von uns hier die Platine, den EKG-Verstärker, den Arduino und die Sachen zur Verfügung gestellt. Wir haben uns entschlossen, wenn Sie das wirklich gut machen, wäre das wirklich mit mit einer guten Hingabe, mit hoher Konzentration, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausdrücken möchte, wer das sehr, sehr gewissenhaft macht, das Praktikum, einen schönen Bericht abliefert, gute Daten liefert, typischerweise nicht sich irgendwelche Sachen von Kommilitonen kopiert, da kriegen Sie als kleine als kleines Schmankerl, als kleine Anregung, dürfen Sie dann das System behalten. Ja, ich schaue mir die Berichte dann wirklich an und schaue, wie Sie agiert haben. Wenn das alles problemlos und gut gelaufen ist, dann kriegen Sie das Okay von mir, dann dürfen Sie die Sachen auch behalten und können dann weiter damit experimentieren. Dann haben nicht nur die Erst- und Zweitsemester ein solches Arduino-System, sondern dann haben auch gewisse Bereiche der fortgeschrittenen Semester so ein System. Wenn ich allerdings merke, das ist irgendwie nur so gemacht, um das Praktikum irgendwie abzuhaken oder vielleicht sogar noch weniger, dann behalte ich es mir vor, auch Sie zu bitten, das System auch wieder zurückzugeben, denn dann finde ich es eigentlich schade, wenn man da nicht wirklich mit einem gewissen Engagement bei der Sache war, dann macht es auch keinen Sinn, dass Sie das System dann auch behalten. Also vielleicht als kleine Herausforderung oder als kleine Anregung für Sie, machen Sie das gut, dann kriegen Sie auch eine gewisse Gratifikation dafür und dann dürfen Sie ein System behalten. Das ist vielleicht ein schöner Ausblick und eine schöne Motivation für Sie, das auch zu machen. Denn ich denke, Sie müssen Ihre Programmier- oder wir müssen unsere Programmierkenntnisse wirklich immer weiter schärfen. Das ist wirklich wichtig. Das sehen wir halt auch dann, wenn es in das Praxisprojekt, in die Bachelorarbeit geht. Da wird das gefordert und je mehr Sie das jetzt schon trainieren können und vielleicht je spielerischer und je praktischer Sie das auch entsprechend machen können, desto erfolgreicher werden Sie dabei dann im Endeffekt sein. Also in diesem Sinne, jetzt kann ich nochmal ganz offiziell nochmal hier auf meinen Hintergrund schalten, damit wir nochmal einen schönen Hintergrund haben für das Schlusswort. Also,
Wir starten jetzt in das Modul Funktionsdiagnostik und Therapiesysteme. Wir organisieren das Praktikum und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und hoffentlich auch viel Spaß bei der ganzen Angelegenheit und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf das kommende Semester. Also bis bald, bis zum nächsten Video, bis zu den nächsten Daten, die ich dann auch bei OLAT reinstellen werde. Tschüss!